In den sozialen Netzwerken finden wir täglich Überraschendes. In dieser Woche hat ein Waschbecken eine besondere Rolle gespielt. Mit so einer Schüssel im Arm betrat Elon Musk das Hauptquartier von Twitter, dem Kurznachrichtendienst, der ihm nun ganz offiziell ganz allein gehört. Mit dem streitbaren Musk beginnt eine neue Ära des streitbaren Netzwerks. Viele fürchten, die Diskussionskultur auf Twitter könnte noch schmutziger werden. Bleibt offen, was Elon Musk uns in diesem Zusammenhang mit dem Waschbecken sagen möchte. Susanna Jalek. The bird is freed. Der Vogel ist befreit, verkündet Elon Musk auf Twitter mit seinem neuen Namenszusatz Chief Tweet. Die Plattform gehört nun ihm. Bei seinem ersten Besuch, kurz vor der Übernahme, bringt er ein Waschbecken mit. Musk will offenbar sauber machen bei dem Kurznachrichtendienst und wirft an Tag 1 gleich 3 Führungskräfte raus. Tatsächlich war der Kurznachrichtendienst zuletzt in die Kritik geraten. Empörung, Hass und Fake News nahmen immer mehr zu. Accounts wurden gesperrt, auch der des früheren US-Präsidenten Donald Trump. Doch auch Elon Musk sei nicht für einen versöhnlichen Tonfall bei Twitter bekannt, betont Markus Beckedahl. Und noch etwas macht dem Netzpolitik-Experten Sorgen, nämlich dass Musk, dem die Unternehmen Tesla und SpaceX gehören, Twitter zum geschäftlichen Vorteil nutzen könnte. Die SPD-Parteivorsitzende Esken erklärt, Twitter habe sich von einer Dialogplattform zunehmend zu einem Ort von Hass und Hetze entwickelt. Das gefährdet die Demokratie. Da Twitter als Plattform gegen all diese Phänomene nicht vorgeht, anders auch als das Gesetz eben vorgibt, habe ich mich entschieden, Twitter zu verlassen. Dass Elon Musk jetzt Twitter übernimmt, ist möglicherweise ein Zeichen in eine schlechte Richtung. Und auch die EU beobachtet den neuesten Einkauf des reichsten Mannes der Welt genau. Wie weit die rechtlichen Befugnisse gehen, ist unklar. Dennoch twittert EU-Kommissar Breton: In Europa wird der Vogel nach unseren Regeln fliegen.